Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode meines Videotagebuches. Mittlerweile ist es die 37. Kalenderwoche. Das heißt, ich bin jetzt 16 Wochen unterwegs. Habe natürlich auch in den vergangenen Tagen viel erlebt. Aber jetzt kommt die schlechte Nachricht, meine Kamera ist am Sonntag kaputt gegangen. Manche mögen sich vielleicht an einen Spendenaufruf erinnern. Und somit gibt es leider diese Woche kein Videomaterial. Das heißt wiederum, ich kann euch höchstens so etwas erzählen und versuchen, so ein bisschen bildhaft rüberzubringen, was ich jetzt hier so habe. Ihr hört Sputnik 360 Grad, die Sendung, die es jeden Samstag gibt, immer von 10 bis 14 Uhr und ab 14 Uhr nochmal als Podcast bei uns im Netz auf sputnik.de und die Sendung, die eben in viele andere Länder schaut und ein bisschen deutschen Boden mal verlässt. Wir wollen uns heute vor allen Dingen ums Oktoberfest kümmern. Das findet zwar in Deutschland traditionell statt, in München, und ist eröffnet worden vor 43 Minuten exakt, aber es gibt nicht nur das eine, es gibt massenweise Kopien. Rund 3000 Oktoberfeste gibt es weltweit. Ein paar Beispiele haben wir heute schon gehört, zum Beispiel aus Brasilien oder auch aus Argentinien. In China waren wir auch schon. Und jetzt geht's in Richtung Japan, und zwar direkt nach Tokio zu Jan Reider. Jan ist ein Deutscher, der seit 3 Monaten in Japan lebt und dort arbeitet und dieses Jahr sein erstes Oktoberfest in Tokio erlebt hat. Wie muss ich mir das vorstellen? Ist das, ich sag mal, ein angenehmes Fest, auf das man gehen kann, oder eher ein Kulturschock? Also, es ist schon ein gewisser Kulturschock da. Also als erstes war ich ja sowieso überhaupt erstaunt, dass die Japaner so auf Oktoberfest und auf das Deutsche so abfahren. Also die gehen da richtig gut ab. Und also der erste große Unterschied ist ja das Ausmaß, die Größe. Es ist natürlich nicht so groß wie in München. Und jetzt in dem Hibiya-Park Oktoberfest, da ist es halt, da gibt es nur ein Zelt und da spielt dann auch nur eine Kapelle. Es ist viel kleiner natürlich, also es ist hier nicht so die Tradition da und man vermisst natürlich so die ganzen Dirndl und Lederhosen. Ja, es haben natürlich die Musiker an und die Veranstalter, ansonsten sind die Leute doch eher so normal angezogen und es sieht anders aus. Klar, die Musiker kommen aber dann aus Deutschland oder sind das japanische Musiker, die sich irgendwie... Deutsche Musiker, traditionell angezogen und... singen deutsche Lieder. Sind es denn dann auch im Publikum eher die Deutschen, die eben in Tokio gerade leben und sagen, ein bisschen Heimat möchte ich hier schon haben? Oder kommen da wirklich auch viele Japaner hin? Deutsche habe ich da eher wenig gesehen. Also natürlich auch, klar. Aber der größte Teil, ich würde mal sagen 95% der ganzen Leute, die da waren, waren Japaner. Doch. Okay. Und die gehen dann auch richtig ab zu bayerischer Musik? Ja, ja. Also die gehen vor allem ab zu jodeln, also das ist für die das Highlight anscheinend, das mögen die sehr. Mögen die denn dann auch das deutsche Bier, was dort ausgeschenkt wird? Wird das überhaupt ausgeschenkt oder eher japanisches? Ja, also hier auf so einer, sag ich mal, etwas größeren Veranstaltung, da wird das dann vom japanischen Bier auch gesponsert, deswegen wird auch nur das japanische Bier ausgeschenkt, was etwas schade ist, aber sie mögen auch das deutsche Bier. Es ist doch etwas vollmundiger und das japanische Bier ist zum Teil etwas westlich, würde ich sagen. Wir haben ja auch vernünftige Biere, teilweise auch nach deutschem Reinheitsgebot. Also Japaner kopieren ja gerne. Aha. Und man bekommt ja auch vernünftiges, deutsch schmeckendes japanisches Bier doch. Und das Ganze spielt sich, wie schon gesagt, in mehr oder weniger einem großen Zelt ab. Was muss ich mir vorstellen von den Besucherzahlen her? Das sind ein paar hundert oder ein paar tausend oder geht schon in den fünfstelligen Bereich? Nein, es sind doch eher weniger. Also das Zelt ist eher ein kleineres Zelt verglichen mit Deutschland, in deutschen Verhältnissen. Und es ist komplett offen. In Japan ist ja auch sehr heiß und man kann halt von allen Seiten da reinschauen. Und es waren dann noch weitere Bierbänke und Tische außerhalb des Zeltes aufgestellt, wo man dann halt vernünftigen Blick nach innen hat und mit LCD-Bildschirmen, dass man halt auch von allen Seiten irgendwie was mitbekommt, was da abgeht. Also ich versuche das jetzt mal zu schätzen, aber es waren 1000 Leute vielleicht da, 1500 vielleicht so um den Dreh rum. Also doch ein bisschen kleiner als das Original, auf dem in diesem Jahr wieder Millionen Gäste erwartet werden in München. Jan Reider, ein Deutscher, der in Tokio lebt, in Japan, und dort in diesem Jahr zum ersten Mal in seinem Leben das Oktoberfest besucht hat. Wir werden noch ein paar mehr Beispiele hören im Laufe dieser Sendung, zum Beispiel... Mittlerweile haben sich bei mir auch erste Studenten angemeldet. Ihr wisst, ich bin jetzt Deutschlehrer und das ist natürlich für mich auch eine super Gelegenheit, um den ganzen alten Kram von früher über
Possessivartikel, Modalverben und was es sonst noch alles gibt, aufzufrischen. Und bei der Gelegenheit sieht man auch mal wieder, dass im Leben echt nichts unmöglich ist, beziehungsweise alles möglich ist. Denn vor 10 Jahren, als alter Hauptschüler, da hätte ich nie im Leben erwartet, dass ich auch nur irgendeinem die deutsche Sprache beibringen würde. Am Donnerstag war ich dann zu einem Kickerturnier eingeladen. Und zwar fand das in dem Architekturbüro Wander Architects statt. Also der Gründer ist ein Holländer, der so vor etwa 10 bis 15 Jahren hier nach Japan gekommen ist und sich der Innenarchitektur gewidmet hat. Und angetreten sind etwa so 17 Teams, alles aus diversen Firmen und Organisationen. Und eigentlich bin ich ja kein großer Fußballfan und Kickern tue ich eigentlich auch nicht. Aber irgendwie haben wir es dann geschafft, auf den 2. Platz zu kommen. Also im Finale haben wir natürlich den Stärksten da nicht geschlagen, aber ja, das war sehr erfreulich für mich, denn damit hätte ich ja echt nicht gerechnet. Ja, aber das eigentliche Highlight war, als wir Martin, also der Chef und der Architekt, sein Studio gezeigt hat und da hatte er eine kleine, aber feine Sammlung von alten Synthesizern, also so richtig Oldschool-Teile mit so einem Holzcase und vielen Drehreglern für Oszillatoren und da geht einem echt das Herz auf. Also ich glaube auch jedem, der keine Musik macht, wenn man so eine Sammlung da sieht, das ist schon ziemlich beeindruckend. Ein wenig Videomaterial konnte ich dann doch noch auftreiben, denn ich war mit Michelle im National Art Museum in Tokio und sie hat auch einen Fotoapparat. Somit konnte ich wenigstens ein bisschen filmen. Das Thema der Ausstellung waren europäische Stillleben. Nach dem Museum gingen wir dann noch in einen nahegelegenen Park, auch hier in der Nähe von Aoyama in Chōma. Das war's. Dankeschön fürs Treubleiben. Wir sehen uns nächstes Mal. Ciao.